Es ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte exklusiv für Sie zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15-15-Show. Ja, und beim Gongschlag war es wieder soweit, Punkt 15 Uhr. Und das heißt jeden Tag, sie startet unsere, ihre 15-15-Show. Die Show, in der in der nächsten halben Stunde alle Produkte, ganz egal, was sie gerade eben noch gekostet haben, für sie auf 15 Euro herunter reduziert sind. Und ich kann Ihnen sagen, wirklich tolle Produkte, die Carsten uns rausgesucht hat. Viele auch genau für diese Saison. Aber was rede ich viel? Ich glaube, wir schauen uns einfach mal das erste Produkt an. Bitte immer schnell sein, wenn Ihnen was gefällt. Ja, und wir beginnen. Es schlägt 15. Ja, und wenn zwei Personen momentan wissen, dass ich über eine Sache ganz besonders viel meckere, dann sind das die beiden hier. Ja. Ja? Es ist ja nur, es wird spät hell, dafür wird es früh wieder dunkel. Ich finde diese Dunkelheit absolut fürchterlich. Und natürlich habe ich mich in dieser Sendung, im Vorfeld zu dieser Sendung, darüber aufgeregt und genau das richtige Mittel dagegen gefunden. Wunderschöne Beleuchtungsideen, mal außergewöhnliche Beleuchtungsideen. Beleuchtungsideen, von denen ich behaupte, dass man sie nicht an jeder Ecke findet, und Beleuchtungsideen vor allen Dingen, die vielleicht auch nicht unbedingt jeder hat. Wir haben ja eine sehr, sehr schöne, ja, sieht im ersten Moment so aus wie so eine Art Öllampe, so ein bisschen Vintage, so ein bisschen Retro-Style, wie wir das jetzt hier haben. Aber der Vorteil ist für Sie, dass Sie natürlich kein Lampenöl brauchen oder irgendein anderes Brennmittel, denn wir reden natürlich jetzt hier von top moderner LED-Beleuchtung. Eine sogenannte LED-Sturmlampe, die dem Original, einer Original-Öllampe quasi von damals mehr oder weniger 1:1 nachempfunden wurde. Ich habe sie aber deswegen gewählt, weil ich die Farbkombination so schön finde. Du hast hier diesen Bronze-Look, schon so ein bisschen diesen Vintage-Touch. Ich mag diese Farbgebung ganz besonders gerne, und passend dazu finde ich, haben die Designer hier also auch eine sehr, sehr schöne Lichtfarbe gewählt. Das ist also kein Treppenhausweiß oder kein Parkhausweiß, sondern mal so eine richtig schöne, warmweiße Farbgebung, die natürlich perfekt, finde ich, zu der Optik dieser Lampe passt. Wie hell Sie das machen wollen, ist jederzeit Ihnen überlassen. Sie können ganz einfach an dem Drehrädchen hier, wo man früher bei den klassischen Öllampen den Docht weiter raus oder weiter reinschieben konnte, hier die Helligkeit jederzeit stufenlos so einstellen, wie Sie es haben möchten. Und das Schöne ist, dass das gute Stück entsprechend akkubetrieben ist. Das heißt, du musst dich also nicht um ein Solarpanel kümmern und immer schauen, dass genug Licht drauf kommt, damit du abends auch ein paar Stunden eben den Akku genießen kannst. Du musst auch nicht andauernd ein paar Batterien nachfüllen oder was, die du vielleicht dann auch nicht gerade zur Hand hast. Hier hängst du es ganz einfach, wenn sie merken, dass die LED-Beleuchtung so ein bisschen nachlässt von der Leuchtkraft, hängen sie es ganz einfach nochmal ans Kabel. Ist natürlich mitgeliefert hier im Set, mal an die Steckdose dran, 2-3 Stunden. Und dann ist die Lampe auch schon wieder aufgeladen. Ich finde die sehr, sehr schön gemacht. Können Sie aufhängen oder hinstellen. Und ich weiß, Ralf, dass du auch ein riesengroßer Fan von diesem Lampendesign bist. Ich habe die ja auch zu Hause bei mir auf der Terrasse. Jetzt im Moment nicht. Jetzt haben wir die Terrasse abgebaut. Leider, es ist ja Herbst und kalt. Aber eigentlich den ganzen Sommer über, wir haben über der Terrasse immer so einen, ich sage immer, Sonnenregenschirm, weil der für beides war. Und da ist er drin gehängt. Und dann mal helle Beleuchtung, wenn man zum Beispiel noch mal am Tisch essen will. Und dann, wenn es zum Glas Rotwein geht, wird runtergedimmt und die gemütliche Beleuchtung genommen. Und ich werde mehrfach oder wurde auch schon mehrfach auf diese Lampe angesprochen, weil sie eben so einen tollen Look hat. Akkubetrieb heißt keine Batterien nachkaufen, ein weiterer Vorteil. Und der Preis spricht natürlich für sich, 15 Euro. Die Bestellnummer ist hier, die NX1411. Und die 569 am Ende bitte nicht vergessen. Also es fängt schon richtig toll an, aber auch ein kleines Transportproblem werden wir jetzt lösen, oder Aufbewahrungsproblem. Es schlägt wieder 15. Ich mache das sehr selten, eigentlich nur dann, wenn ich Zeit habe. Aber ich habe vor kurzem etwas aufwendiger gekocht. Du erinnerst dich an meine Sommerröllchen. Ja, da war also alles Mögliche drin. Da war also klein geschnippelter Kohl drin, da waren Möhren drin, da waren Zwiebelchen drin und all sowas eben, was man eben so da reinwickelt. Und ich habe dann festgestellt, dass ich gar nicht so viel Reispapier hatte, um das Ganze einzuwickeln. Also habe ich Aufbewahrungsboxen gebraucht. Und das im besten Fall natürlich verschiedenste für die unterschiedlichen Lebensmittel. Jetzt musste ich dann feststellen, dass ich also mit meinen Kapazitäten, was Aufbewahrung betrifft, in meiner Küche dann schnell mal an eine Grenze gekommen bin. Das Problem werden Sie wahrscheinlich kennen
Und in der Zukunft sollte das Angebot für Sie interessant sein, so nicht mehr in Ihrer Küche vorfinden. Denn wir haben hier ein 120-teiliges Set. Und ich glaube, die Sendung ist schon lange vorbei, bis wir das komplett ausgepackt haben. Das sind 60 Aufbewahrungsbehälter und 60 passende Deckel mit dazu. Und Sie sehen das schon, Monika packt es hier mal so ein Stück weit aus. Ich habe es jetzt ganz einfach mal so relativ kommentarlos mal zusammengepackt. Sie sehen unterschiedliche Größen. Sie sehen rechteckige, Sie sehen viereckige Dosen, Sie sehen hohe Behältnisse, Sie sehen tiefe Behältnisse, auch kleine Runde für Zwiebelchen oder mal eine halbe Tomate oder mal ein Stück Knoblauch oder mal so ein Stück Ingwer oder was, wenn da mal was übrig bleibt. Lässt sich also alles ganz hervorragend unterbringen. Und ich darf mal anmerken, bei 60 Dosen inklusive dem passenden Deckel dazu, können Sie vielleicht auch mal Gästen, die bei Ihnen zu Abend gegessen haben, die sich vielleicht ein bisschen was mitnehmen möchten für den nächsten Tag ins Büro oder sowas, machen wir ja hier ganz genauso, auch mal was mitgeben. Und wenn mal eine Dose oder zwei nicht zurückkommt, gell? Ja, ich weiß auch nicht, wenn die Gäste so sind immer noch bei mir. So ein vereinnahmendes Wesen haben wie unsere Monika hier, dann ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil Sie haben ja nur wirklich noch genug Reserve übrig. Übrigens Gefrierschrank geeignet, also wenn Sie mal was einfrieren möchten, all das, was drin ist, können Sie ohne weiteres also auch mal in den Gefrierschrank reinpacken und einfrieren. Oder dann auch gerne mal aufwärmen, wenn Sie das möchten. Das Ganze ist also ohne weiteres oder macht das ohne weiteres mit. Kann man übrigens auch sehr schön Platz sparen, zusammenstapeln. Das ist bei mir immer ein ganz entscheidender Faktor. Ich habe wenig Platz in den Küchenschränken, das ist alles schon unglaublich vollgestellt. Und wenn man da vielleicht ganz einfach mal so eine schöne Aufbewahrung haben möchte, die wenig Platz in Anspruch nimmt, dass man auch einfach was zur Hand hat, wenn es drauf ankommt, ist das hier vielleicht genau das richtige Set. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, 15 Euro für 60 Dosen und die passenden Deckel mit dazu. Also 120 Teile für 15 Euro. Ich behaupte mal, so ein Fünfer-Set von den Dingern, die kosten schon locker mal 10 Euro im Einzelhandel. Ja, es gibt sogar Firmen, da zahlst du für eine große Dose mehr als 15 Euro. Für eine einzige. Hier sehen wir es mal. Und das ist auch nur ein Teil. Das sind immer noch keine 60 Dosen, was wir da sehen. Ja, also 120-teilig, 60 Dosen in verschiedensten Größen und natürlich die jeweils dazugehörigen Deckel. Und Sie bekommen das Ganze mit der Bestellnummer NX8338 und der 569. Und gerade wenn man Kinder hat, wenn man was mit in die Schule, mit in den Kindergarten geht, der Mann oder man selber nimmt was mit ins Geschäft, das ist ja wirklich genial. Wir schauen mal kurz auf pearl.de und da finde ich schon einen super günstigen Preis, 31 Euro für dieses insgesamt 120-teilige Set. Aber Ihr Preis hier und heute ist noch mal weniger als die Hälfte, denn Sie bezahlen nur 15 Euro. Übrigens dürfen Sie jeden unserer Artikel, wenn wir nichts anderes sagen, bis zu 5-mal bestellen. Hier könntest du dir also wirklich eine ganze Armee nach Hause holen. Da kannst du einen Essenlieferdienst aufmachen. 300 Dosen, da hast du aber eine Großfamilie zu Hause. Da hast du eine richtige Großfamilie. Also, Sie sehen abwechslungsreiche Programme, Sturmlampe, jetzt aber Aufbewahrungsdosen. Mal schauen, wie es weitergeht. Es schlägt wieder 15. Was ich eingangs gesagt habe, ich habe mich ein bisschen von dieser dunklen Jahreszeit inspirieren lassen. Sie mögen mir das verzeihen und Sie werden es vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehen können, dass natürlich jetzt der Bedarf nach vernünftiger Beleuchtung, in welcher Art und Weise auch immer, dekorativ oder eben praktischer Natur, durchaus angebracht ist. Und jetzt habe ich mir eine Taschenlampe herausgesucht, die weit über das normale Licht oder weit über die normale Lichtausbeute einer klassischen Taschenlampe hinausgeht. Monika hat hier gerade schon von der Seite aus mal eben kurz ins Set reingeleuchtet. Ja. Auch als es hier eben noch taghell war, unter den ganzen Scheinwerfern hast du mich trotzdem ein Stück weit mit der Lampe geblendet. Das ist großartig, was wir hier haben. 400 Lumen Lichtstärke. Das ist schon fast ein Flutlicht wie im Stadion. Ralf grinst neben mir gerade jetzt hier. Und das können Sie natürlich so einstellen, wie Sie das haben möchten. Es gibt verschiedenste Helligkeitsstufen. Sie müssen das ja nicht jedes Mal volle Pulle anmachen, wenn Sie das möchten. Aber Sie können das gerne tun. Natürlich auch mit Blinklichtfunktion. Das ist dann immer großartig, wenn Sie wirklich mal in eine Notlage kommen oder einfach mal auf sich aufmerksam machen möchten. Und ich finde es super, dass wir diese Taschenlampe, dass Sie diese Taschenlampe hier auch mal etwas anders festhalten können als eine klassische Taschenlampe. Manchmal tue ich mich etwas schwer, wenn ich was ausleuchten möchte.
dann immer mit dem Handgelenk immer nach dem entsprechenden Punkt oder auf den entsprechenden Punkt auszurichten. Hier haben wir bei dieser Taschenlampe so einen richtigen Griff dran. Du kannst sie natürlich auch direkt am Gehäuse packen, wenn du das möchtest. Übrigens ein Vollmetallgehäuse, vollumfänglich wind- und wetterfest. Selbst wenn die ihm aus der Hand rutscht und mal in der Pfütze landet, macht das dieser Lampe überhaupt nichts. Sie haben aber auch hier, und das kennt man mitunter auch schon mal von den großen Industrielampen, oben nochmal einen schönen Griff drin. Also lässt sich hervorragend bedienen. Monika, du gehst auch mit deinem Hund abends gerne mal raus. Der lässt sich ja auch nicht in Ruhe. Muss, ne? Ja. Und? Hast du eine normale Taschenlampe? Ja, ich habe so eine Taschenlampe, die ist aber irgendwie nicht wirklich hell. Also die hat mich hier auf jeden Fall überzeugt, gerade wenn sie auch Haustiere haben oder auch einen Hund, mit dem muss man ja Gassi gehen abends. Und es wird ja jetzt so schnell dunkel und auch morgens ist es dunkel. Gefühlt den ganzen Tag, deshalb bin ich sehr begeistert. Die ist wahnsinnig hell. Ich habe hier schon an unsere Studiodecke geleuchtet und auch dieser Kreis, der von dieser Taschenlampe hier Wahnsinn, ne? Erleuchtet wird, das ist wirklich richtig Wahnsinn. Das ist ja schon was Besonderes. Ja, und ein weiteres Highlight, man muss keine Batterien kaufen. Auch diese Lampe ist akkubetrieben, also einfach. Wenn es mal nachlässt, wieder ans Ladegerät hängen, dann ist das nächste Mal voll. Gerade mal 15 Euro für eine so leuchtstarke, akkubetriebene Handlampe. Das ist wirklich wieder ein Mega-Schnäppchen. Die Bestellnummer ist die NX9102 und die 569. Und ich weiß aus gutem Grunde, dass meinem Kollegen Carsten Ruhland ab und zu mal die Pferde durchgehen. Zum Beispiel, wenn er seine ganzen Uhren umstellen muss, wenn es von Sommerzeit auf Normalzeit geht. Das könnte der Grund für das nächste Produkt sein. Ja. Es schlägt wieder 15. Diese blöde Zeitumstellerei. Irgendwas vergisst man ja immer. Ja? Also spätestens zwei Tage danach stehst du natürlich irgendwann in der Küche und denkst, ah, ich bin zu spät. Nein, die Uhr noch nicht umgestellt. Am Herbst, ja. Wir sind übrigens im Preisalarm. Das bedeutet, bitte, hier ist ein ganz besonderes Highlight, was auf Sie wartet. Bitte mit einer kleinen Einschränkung. Während Sie alles andere gerne bis zu 5-mal pro Besteller ordern dürfen, dürfen wir von diesem Modell maximal eine rausgeben. Aber ich persönlich mag Uhren, die etwas Besonderes darstellen, die ganz einfach sich mal ein bisschen abheben von dem, was man eben so normalerweise an den Handgelenken der Männer und der Damen entsprechend sieht. Und ich glaube, genau das haben wir jetzt hier. Wir haben ein sehr, sehr schönes silberfarbenes Gehäuse, was ich per se immer bevorzuge. Dazu ein schönes schwarzes Band. Das ist so ein Silikon-Gummiband. Sehr angenehm zu tragen. Mhm. Ja, also auch bei sportlichen Aktivitäten. Ja. Auch mal im Sommer, wenn du mal ein bisschen wärmer unterwegs bist, wenn du mal schwitzt oder sowas. Mhm. Die Uhr wiegt eigentlich fast gar nicht. Liegt super am Handgelenk und bietet Ihnen eben die Möglichkeit, entweder immer eine ganz normale analoge Anzeige. Sie sehen die Markierung auf der 3, auf der 9 und auf der 12 Uhr Position, leicht abzulesen natürlich. Im analogen Bereich mal eben die Uhrzeit abzulesen, wenn es dann aber doch mal etwas präziser werden muss. Sie kennen das, der Zug fährt um 12.37 Uhr zum Beispiel. Auf einer analogen Uhr muss ich mal rechnen, okay, haben wir 6.34 Uhr, nein. Dann gucken Sie sich das Ganze einfach mal auf dieser Digitalanzeige an. Denn diese Digitalanzeige ist im unteren Teil quasi so leicht schräg auf der 6 Uhr Position zu finden. Jetzt habe ich diese Uhr bei uns im Programm gefunden unter der Bezeichnung Herrenuhr. Würde ich auch so stehen lassen, aber ich glaube, dass der Trend also auch speziell bei den Damen zu etwas größeren Uhrenmodellen geht. Der Boyfriend-Style, stimmt das? Voll im Trend. Ja? Deshalb wollte ich dir auch direkt widersprechen. Ich finde, das ist auch mal für uns Damen eine super Sache, weil ich persönlich mag auch gerne mal größere Uhren, dann kann man schneller ablesen und die gefällt mir auch sehr gut, weil genau das, was du gesagt hast, natürlich analoges Ziffernblatt ist super schön, aber wenn du wirklich mal auf die Sekunde genau wissen musst, wie spät es ist, dann rechne ich mir auch immer einen ab mit diesen Strichen, aber hier hat man ja noch das Display mit drauf. Ich merke, super. Wir verstehen uns. Ja, das sind so die kleinen Tücken des Alltags. Das übrigens, stimmt. Wind- und wetterfest bis 3 Atmosphären, das heißt aber eben die Hände waschen, mal unter die Dusche hüpfen oder was. Perfekt. Alles überhaupt kein Problem. Auch eine Regenschauer macht, dann wird überhaupt nichts aus. Und das Gehäuse ist übrigens ein sehr schönes, matt gebürstetes Edelstahl, was wir hier haben. Ich will nicht sagen, komplett Kratzer unempfindlich, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Mit roher Gewalt bekommen Sie natürlich alles kaputt, aber doch vollumfänglich alltagstauglich. Ich kenne das selber, ich bin ein kleiner Schussel, ich bleibe ganz gerne mal mit der Uhr mal an der Tischkante oder so hängen. Es wäre natürlich schade, wenn sofort eine Katsche drin ist. Also das kann man hier bei ganz normalen Alltagssituationen absolut ausschließen. Sensationell natürlich die Kombination aus analoger und digitaler Anzeige. Also wirklich mal ein besonderes Modell. Mhm. Deswegen auch der Preisalarm des heutigen Tages bei uns. Ja, und nochmals betont, es ist eine Funktion.
Uhr, die Sie eben immer durch den Tag führt, und das pünktlich. Wir schauen auch hier ganz kurz mal auf pearl.de. Da sehen Sie, da kostet diese Uhr, diese Funkuhr, 38 Euro. Ihr Preis hier und heute und immer nur, solange der Vorrat reicht, 15 Euro. Die Bestellnummer für diese wirklich sehr, sehr moderne Funkuhr ist die NC 70 67 und die 569. Denken Sie dran, es war unser Preisalarm oder ist unser Preisalarm in dieser Sendung. Das heißt, maximal eine Uhr pro Besteller für sich selbst oder auch als tolle, tolle Geschenkidee. So, und jetzt machen wir mal ein bisschen Ordnung, wenn es um Strom geht. Es schlägt nochmal 15. Natürlich ertappt. Ich habe natürlich auch eine Mehrfachsteckdose bei mir in der Küche, weil ich bei mir in der Küche immer meine ganzen USB-Geräte auch lade. Ja, und habe dann irgendwann übrigens noch von meinem Vormieter, das zu meiner Ehrenrettung, an der Wand rechts, also nicht auf der Seite, wo das Waschbecken und wo der Herd zu finden ist, sondern an der Wand rechts, wenn ich reinkomme, so eine Fünffachsteckdosenleiste an die Wand festgeschraubt. Mhm. Wie gesagt, die ist von meinem Vormieter oder sowas. Ah. Also nur wirklich nicht gerade eine Schönheit. Nicht gerade eine Schönheit. Eigentlich müsste ich mich dafür schämen, aber ich habe drumherum gestrichen und deswegen will ich das Ding nicht runternehmen, sonst muss ich die ganze Wand wieder neu malen. Verstehe. Also hängt die erstmal da, funktioniert ja noch. Es geht aber de facto auch noch etwas schöner, gewaltig schöner sogar, ja, mit unserer Mehrfach-Steckdosenleiste, die ich hier schon für Sie in der Hand habe. Und Sie sehen hier dreimal den klassischen Schuko-Stecker, übrigens auch schräg angesetzt, dass man da also auch mal größere Netzteile oder größere Stecker unterbringen kann und zusätzlich auch nochmal, und das ist das, was mir immer so in die Parade fährt zu Hause, nochmal zwei USB-Anschlüsse. Ja. Ja, normalerweise kennen Sie das, Sie müssen ein Handy laden, da kommt ein Kabel dran, Netzteil, Bums und ab in die Steckdose. Bedeutet aber zwangsläufig nicht nur, dass Sie das Handy aufladen, sondern dass auch eine Steckdose besetzt ist. Und mitunter gibt es Stellen wahrscheinlich auch bei Ihnen im Haushalt, wo man hier und da mal eine weitere Steckdose gebrauchen könnte, weil es natürlich einfach keinen Sinn macht, dann ständig nur hin und her zu stecken. Ein Gerät raus, das Handy rein, danach wieder raus, das nächste Gerät wieder rein. Ist lästig. Hier haben Sie zwei USB-Anschlüsse und zack, guck mal hier. Ach, zusätzlich nochmal eine richtig coole Beleuchtung. Denn diese Steckdosenleiste ist, wenn wir hier mal kurz auf die Seite schauen, ja, im 45-Grad-Winkel angesetzt. Ja. Und im oberen Teil ist nochmal eine zusätzliche Beleuchtungsleiste angesetzt. Für mich persönlich in der Küche großartig. Die kann ich genauso an der Wand platzieren. Ich habe die Stecker super griffbereit, kommen super dran, die USB-Anschlüsse auch. Und wenn ich nochmal eine zusätzliche Lichtquelle brauche, habe ich die ganz einfach per Tastendruck. Bei Computertischen beispielsweise ist das nicht anders, mitunter auch mal im Stereo-Bereich oder sowas, wenn du da mal hinterm Fernseher mal einen USB-Stick oder eine SD-Karte oder was andocken willst, hast du da auch mit häufig ein Lichtproblem. Das hat sich damit ganz einfach erledigt. Und diese schöne Alufront hier vorne, ich hoffe, Sie können es erkennen, im Dunkeln, ich drehe es mal so, da kann man sie sehen, macht natürlich wesentlich mehr her als meine schäbige weiße Mehrfachsteckdose in der Küche. Ja, und durch die Form ist sie natürlich auch platzsparend. Also Dreifachsteckdose plus zwei USB-Netzteile und das Ganze noch mit einer kleinen Beleuchtung, eventuell auch einem Nachtlicht versehen. Und das für gerade mal 15 Euro. Die Bestellnummer hier ist die ZX3272 und die 569 am Ende bitte niemals vergessen. Nur damit bekommen Sie den TV-Sonderpreis. Die Herbst-Winterzeit ist ja die kalte Jahreszeit. Für viele auch die Zeit, um wieder mehr Tee zu trinken, was ja mit Sicherheit nicht verkehrt ist. Aber da haben wir jetzt auch die richtigen Utensilien für Sie. Es schlägt wieder 15. Ich sitze vor zwei, drei Wochen irgendwann am Sonntagnachmittag mit meiner Freundin zu Hause. Es war bitterkalt draußen, es war schmuddelig, es hat geregnet. Mhm. Und wir guckten so Pilcher-Kram, ja? Oh. Schnulzen. Und irgendwann sagte sie mir, weißt du was, wir trinken jetzt einen Tee. Ja, und ging in die Küche und irgendwann blubbelte das Wasser und so weiter. Und dann kam sie zurück mit zwei Tassen. Ja, die Tür so mit dem Fuß so aufgestoßen und so weiter, bis der Tee am Tisch war. Alles versaut, ja. Das hat mich ein Stück weit inspiriert, Ihnen hier mal eine Teekanne zu zeigen, die definitiv dieses Problem vielleicht nicht mehr unbedingt mit sich bringt. Eine Teekanne vom Allerfeinsten. Borosilikatglas, Industriequalität. Ich will nicht sagen unkaputtbar. Ja, also wenn sie aus 5 Meter runterfällt, wird auch die kaputt gehen. Aber unter normalen Voraussetzungen, unter normaler Handhabung, in der Spülmaschine beispielsweise, kann da überhaupt nichts mehr mit passieren. Und sehr schön gemacht, diese Edelstahlelemente. Edelstahlgriff, Edelstahldeckel, alles mit dabei. Und Sie sehen schon, da baumelt was da innen drin. Das ist ein Tee.
Sieb sozusagen, und zwar ein eingesetztes Teesieb. Ich kann es Ihnen so mal zeigen, gerade wenn Sie losen Tee bevorzugen. Mhm. Und ich glaube, wahre Teekenner mögen das lieber, ja, als diese klassischen Teebeutel, finde ich auch von der Handhabung wesentlich einfacher. Ist das vielleicht eine bessere Idee? Edelstahl lässt sich also genauso leicht reinigen wie alles andere auch. Jetzt werden Sie natürlich nur sagen, ja, wenn ich so einen Tee da drin habe, dann lasse ich den mal ziehen, ein paar Minuten. Ja, wenn aber dann der Tee dann durch ist oder ich trinken möchte, die Zeit rum ist, dann müsste ich ja irgendwie dieses Tee-Ding, dieses Tee-Ei oder was da rausbekommen. Können Sie hiermit natürlich ebenfalls machen. Sie können den Tee ziehen lassen und wenn der Tee dann raus soll, dann ziehen Sie es ganz einfach hoch und klipsen das hier oben fest. Bums. Jetzt haben Sie den Tee unten drin und das Tee-Ei oben. Wenn Sie merken, nur, der hätte noch 2 Minuten gekonnt, dann nehmen Sie das ganz einfach und packen es wieder zurück. Oder eben rausnehmen und ganz einfach festmachen im oberen Teil. Finde ich, ist ein sehr, sehr schönes dekoratives Element. Ja, es ist grundsätzlich ja nie verkehrt, wenn man vielleicht noch mal eine Tasse Tee extra trinkt. Schmeckt ja auch gut und ist mit Sicherheit auch gut für den Körper, sage ich Ihnen jetzt als Privatperson und nicht als Ihr Arzt, ist ganz klar. Aber ich glaube, sowas kannst du auch mal ohne weiteres auf dem Tisch stehen lassen. Sieht toll aus und ist durchaus praktisch. Wie gesagt, für jeden Teetrinker, glaube ich, ein absolutes Highlight. Sowas hat auch nicht jeder zu Hause. Ich liebe Tee. Ich trinke aktuell auch wieder so viel Tee. Aber ich weiß dann auch immer nicht genau, wo ich mit meinem Teebeutel hin soll. Das ist echt clever. Eine wunderschöne, unstrapazierfähige Teekanne mit Tee-Ei. Und ich finde diese Funktion, dieses Tee-Ei, ohne es zu entnehmen, wegzuklappen, finde ich genial. Für Teetrinker meiner Meinung nach ein Muss, vor allem bei diesem Preis. 15 Euro. Die Bestellnummer ist die N102967. Und die 569. Ich kann Ihnen nur sagen, als nächstes kommen wir zu einem Produkt, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Hier sind wir schon im Bereich Potenzial Weihnachtsgeschenk. Das können wir wirklich sagen. Was das ist, es schlägt nochmal 15. So, an dieser Stelle höre ich gerade, dass der Werner die Armbanduhr bestellt hat. Liebe Grüße, lieber Werner, nach Hause. Und vielen Dank für Ihren Einkauf hier bei Pearl TV. Können Sie sich darauf freuen. Das ist ein sehr schönes Modell. Aber auch bei dem nächsten Element, hier habe ich mich von dieser Thematik leiten lassen, nämlich von der Thematik Weihnachtsgeschenke. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich bis jetzt noch relativ arglos mit dem Thema Weihnachtsgeschenke umgehe. Dabei sitzt natürlich dann jetzt über die Weihnachtsfeiertage wieder die ganze Familie mit am Tisch. Und wir werden auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder mit den Eltern meiner Freundin, mit dem Bruder und der Schwägerin und so weiter am Tisch sitzen. Und natürlich braucht man da Geschenke. Auch die beiden Töchter meiner Tochter sind natürlich auch wieder mit dabei. Und da braucht es eine ganze Menge Geschenke. Und da rechtzeitig mal drüber nachzudenken, ist bestimmt keine schlechte Idee. Jetzt haben wir hier, glaube ich, ein perfektes Schmuckstück für eine Dame. Ich mag mich da gar nicht auf ein Alter festlegen. Das kannst du für eine 16-Jährige genauso bestellen wie für eine Dame dann doch eher in fortgeschrittenem Alter. Eine sehr, sehr schöne Halskette mit der Bezeichnung Kreis. Und was so sachlich und so langweilig klingt, ist nun wirklich ein sehr außergewöhnliches Schmuckstück. Und wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, wenn man das mal so etwas auf sich wirken lässt, fällt Ihnen zu Hause nicht nur das 23-karätige Blattgold auf, quasi in dieser Flüssigkeit, in diesem Kreis, in diesem Ring platziert, was dann, wenn sich der Anhänger bewegt, natürlich nochmal ganz besonders zur Geltung kommt. So etwas hat natürlich auch immer so eine bestimmte Bedeutung, so die Unendlichkeit der Freundschaft. Die Unendlichkeit der Liebe zur Tochter, die Unendlichkeit der Liebe zur Mutter, zur Partnerin beispielsweise. Oh ja. Das sind alles so Dinge, die könnte man. Man muss nicht, aber man könnte sie rein interpretieren. Eine Kette, eine Lederkette oder ein Lederriemen, ein Lederbändchen mit knapp 85 cm ist übrigens ebenfalls schon mit dabei. Finde ich ganz toll, weil man es natürlich auf seine ganz persönliche Länge quasi so einstellen kann, wie man das haben möchte. Und durch die Länge können Sie sowas natürlich jetzt auch mal gerade im Winter mal über einen etwas größeren Pulli oder mal einen Rollkragenpullover oder sowas einfach mal über der Kleidung tragen. Vielleicht dann eher für den Sommer direkt auf der Haut, wie wir es hier gerade bei Monika sehr schön sehen können. Du trägst gerade auch Goldschmuck. Ich finde, das passt hervorragend dazu. Das sieht toll aus. Ja, finde ich auch. Gefällt mir auch sehr gut. Vor allem eben die Bedeutung, was du gesagt hast. Vielleicht auch die unendliche Liebe, die nie aufhört. Also da kann man ja wirklich noch einen richtig schönen Text zu schreiben oder auch selber dann vorsprechen. Also es sieht wirklich richtig toll aus. Und natürlich ja auch das Gold. Ich mag generell sehr gerne Goldschmuck. Also mir gefällt das vor allem, dass wir eben auch den Anhänger plus diese Halskette noch dazu haben. Für den Preis kann ich Ihnen wirklich sagen, ist eine tolle Geschenkidee. Ja, absolut. Also knapp 3 cm, übrigens ein bisschen weniger als 3 cm vom kompletten Durchmesser. Also nicht einfach nur so ein kleines Mini-Anhängerchen, sondern wirklich schon ein richtiger Hingucker.
Und nochmal, ich betone, dass das hier, glaube ich, nicht auf ein Alter beschränkt werden muss oder auf eine bestimmte Situation. Das, glaube ich, kann man immer sehr schön verschenken. Und ich finde auch die Schatulle klasse, in der das Ganze geliefert wird. Gucken Sie sich das mal an hier. Ja, Schleifchen rumfährt. Ja, genau. Wir schauen kurz auf Pearl.de. Da sehen wir schon sehr, sehr günstige 33 Euro bei hier und heute. 5 Euro für Sie. Denken Sie dran, der Kreis ist gefüllt mit echtem 23-karätigem Blattgold. Ja, ja. Das wertet das Ganze natürlich nochmal enorm auf. Und bei den Goldpreisen wundert es mich umso mehr, dass wir das für 15 Euro anbieten können. Die Bestellnummer ist die NC 4959 und die 569. So langsam aber sicher sind wir am Ende unserer heutigen 15-15-Show. Aber ein Produkt haben wir noch und das scheint über allem. Das kann ich Ihnen sagen. Es schlägt noch einmal 15. Ja, das hätte ich vor 2 Wochen auch gebrauchen können. Wir wollten eigentlich die Garage ausräumen. Mhm. Ja, so am späten Nachmittag. Und es war dunkel draußen. So, und wir gehen also in die Garage, klack den Lichtschalter an. Ich so, was ist das denn? Ja, also so ein, Fünzelchen. 5-Watt-Birne oder sowas da drin. Ich glaube, da irgendwie aus den 90er Jahren übrig geblieben. Kannst du auch das Licht auslassen. Da kannst du auch die Augen zumachen, da siehst du genauso viel. Also ich dachte, Mensch, jetzt könnte man so einen guten Strahler mal gebrauchen. Ja. Da hätte man natürlich mal alles sehen können. Und genau einen solchen Strahler bekommen Sie jetzt hier von uns. Ein klassischer Baustrahler, so würde ich ihn mal bezeichnen. Nicht ganz so groß und vor allen Dingen wird der bei weitem nicht so heiß wie die Baustrahler, die Sie vielleicht noch vor 10 Jahren verwendet haben, mit so einem klassischen Glühmittel drin. Denn das ist eine LED-Beleuchtung und die können Sie auch mal 5 Stunden anlassen, ohne dass sich da eine nennenswerte Hitze entwickelt. Der ist wind- und wetterfest, das heißt, die können Sie eben draußen aufstellen, genauso wie im drinnen. Den können Sie ins Nasse stellen, den können Sie aber auch mal dort aufstellen, wo es ein bisschen staubiger, wo es ein bisschen schmutziger ist. Moderne Technik wird Ihnen das an anderer Stelle vielleicht nicht so verzeihen. Diesem Strahler ist das ehrlich gesagt vollkommen egal. Und in welchem Winkel Sie den aufstellen, können Sie natürlich auch noch selber beeinflussen. Das heißt, Sie haben hier im hinteren Teil einen praktischen Aufsteller mit dran. Sogar hinhängen wäre ohne weiteres möglich. Das gute Stück ist akkubetrieben und bietet Ihnen neben einer enormen Leuchtstärke, übrigens einstellbar ebenfalls in verschiedenen Leuchtstufen, noch eine weitere Zusatzfunktion. Wenn Sie nämlich den kompletten Akku, und wir reden von 4000 mAh, das heißt ungefähr 7 Stunden Dauerlicht, wenn Sie davon ein bisschen was abzwacken wollen, können Sie ganz einfach mit einer Spritz- und feuchtigkeitsschützenden Klappe hier hinten noch gerne mal ein USB-Gerät andocken. Das ist, wenn man so möchte, ein Strahler in Kombination mit einer Powerbank, das heißt eine Energiereserve für Ihr Smartphone. Denn ich darf mal eins betonen, wenn ich denn hier schon den Keller oder die Garage aufräume und ein vernünftiges Licht habe, dann muss ich mich trotzdem ein wenig mit guter Musik motivieren. Wenn das irgendwann auf den Akku Ihres USB-Geräts, Ihres Handys geht, dann laden Sie ihn doch ganz einfach an der Lampe wieder auf. Ich finde es ein wunderschönes Modell, ist unglaublich hell, aber wie gesagt, jederzeit einstellbar, so wie Sie es haben möchten. Und die Notstromfunktion ist natürlich großartig, unverwüstlich. Das, wenn die mal runterfällt, mein Gott, dann fällt sie eben runter, dann hebst du sie eben wieder auf. Ein ganz tolles Modell hier, vor allen Dingen akkubetrieben, da muss keine Stromzufuhr dran und gar nichts, keine Batterien, einfach nur einen Akku aufladen und schon ist gut. Es ist unglaublich hell, damit kannst Wahnsinn, du jetzt wieder ganze Fußballplätze, ich übertreibe wieder ein bisschen, beleuchten, aber 1000 Lumen, das ist wirklich ein Fluter. Powerbank da ist dabei und übrigens das Licht mit einer Akkuladung, 7 Stunden Leuchtkraft und das jetzt für 15 Euro, das ist natürlich wieder ein Knaller. Hier ist die Bestellnummer für Sie, das ist die ZX 8464 und die 569. Der Preis auch hier gerade mal 15 Euro. Und wenn vielleicht auch bei Ihren Renovierungen Umzug ansteht, ich glaube, so ein Baustrahler, ich bleibe jetzt bei den Namen, den du vorhin genannt hast, der wird Ihnen da auch hilfreich zur Seite stehen. Und das war sie wieder, unsere heutige 15-15-Show mit vielen Highlights. Wie ich finde, mein Highlight in der Sendung war ganz klar die Kette, dieser Kreis, diese Symbolik und die 23 Karat Gold. Jetzt sind Sie dran, ran ans Telefon und viel Spaß mit Ihrem Produkt.